Willkommen zu unserem Rundgang durch das Ludwig-Boltzmann-Institut für klinisch-forensische Bildgebung. Hier stehen wir schon mal vor dem Haupteingang. Jetzt können wir sehen, hier kommt auch schon unser Kollege Alexander Bornig. Den werden wir gleich hinauf zu unserem Institut folgen. Ich kann euch hier anmerken, er kommt wirklich jeden Tag, ob Sommer oder Winter, mit dem Rad in die Arbeit. Und das bei einer Strecke von doch mehr als 10 Kilometern. Wir befinden uns hier im Gebäude Universitätsplatz 4 am Campus der Karl-Franzens-Universität in Graz. Unser Institut ist in diesem Gebäude im zweiten Stock gelegen. So, als erstes werden wir hier mal einen Blick in die Morgenbesprechung werfen, wo aktuelle Fälle der klinisch-forensischen Untersuchungsstelle besprochen werden. Es sind hier nicht nur Ärzte, unsere Ärzte Isabella Klasins und Clemens Kauder anwesend, sondern auch die Juristin Simone Keins, die Radiologin Sabine Krassegger und der Facharzt für Rechtsmedizin und Co-Direktor des Instituts Thorsten Schwag. Als nächstes kommen wir schon zur Radiologie-Workstation. Ja, das Poster hängt noch von der langen Nacht der Forschung. Das ist natürlich der Arbeitsplatz unserer Radiologin Sabine Krassegger. Wir beschäftigen uns am Institut mit Altersschätzungen. Zum Beispiel hier kann man eine Aufnahme einer Hand sehen, die mit dem Atlas im Buch verglichen wird, um eben das Alter schätzen zu können. Als nächstes werden wir unser Glück bei der Leitung versuchen. Das ist Reingard Rinnerhofer, auch die zweite Co-Direktorin des Instituts und gerade am Telefon. Deswegen werden wir jetzt nicht länger stören. Hier befinden wir uns im Hauptbüro, wo unsere allwissenden Teamassistentinnen Elisabeth Brandl und Silvia Schachner arbeiten. Katharina Baron hier forscht gerade in ihrer Doktorarbeit. So, jetzt werden wir direkt vom Hauptbüro, werden wir jetzt Richtung Untersuchungsstelle gehen. Dazu müssen wir einmal durchs ganze Institut gehen. Die Untersuchungsstelle befindet sich im gleichen Stock, nur am anderen Ende. Hier kann man rechts noch, das ist der Eingang zur Gerichtsmedizin, die sich im gleichen Stockwerk befindet. Wie man sehen kann, benötigt man doch einige Schlüssel, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Und man kann sich sicher sein, nie den richtigen zu erwischen. Zumindest nicht beim ersten Mal. Das hier ist der Untersuchungsraum der Untersuchungsstelle. Unsere beiden Ärzte hier, Isabella Klassins und Clemens Kauderer, bereiten gerade hier alles für eine Untersuchung vor. Das Ärzteteam ist natürlich noch größer, denn sonst könnten wir unsere 24 Stunden Rufbereitschaft nicht aufrechterhalten. Jetzt werden wir Thorsten Schwag, den Co-Direktor des Instituts, in seinem Büro besuchen. Können wir ihn sehen, wie er gerade die Fotos auf der Dienstkamera überprüft, also jene Kamera, mit der die Fotos während einer Untersuchung gemacht werden. Jetzt kommen wir zum Technikerbüro von Martin Urschler und Alexander Bornig. Wir beschäftigen uns am Institut auch mit Computergrafik und Computer Vision. Am Monitor hier kann man gerade unsere Fallvisualisierungssoftware sehen, die mir auch mit einem berührungsempfindlichen Touchmonitor gesteuert werden kann. Auf den freien Plätzen hier im Büro arbeiten normalerweise Diplomanten. Hier werfen wir nur einen Blick in den Hörsaal, wo die vom Institut gehaltene Vorlesung gerade läuft. Die Vorlesung trägt den Titel Gerichtsmedizin am Lebenden. Da das ganze Institut in den Räumlichkeiten in diesem Gebäude nicht Platz hätte oder Platz hat, haben wir auch ein externes Büro. Dazu muss man einmal quer über den ganzen Campus der Karl-Franzens-Universität in die Elisabethstraße gehen und dort gibt es das Haus der Wissenschaft
Und dort haben wir im zweiten Stock noch externe Räumlichkeiten zur Verfügung. Hier im Büro können wir auf der rechten Seite als erstes gleich Silvia Scheicher sehen, die für das Forschungsmanagement am Institut zuständig ist. Hier ist ein kleiner Blick auf mich und meine Scan- und Kalibrierutensilien. Und hier sind auch noch unsere beiden MR-Physiker, Bernhard Neumeier und Naira Martinez. Von der Elisabethstraße geht es jetzt direkt zum MR-Scanner. Das geht am besten mit dem Rad, da es doch eine gewisse Entfernung ist. Und hier sind wir am Scanner, wo gerade ein Proband für die Aufnahme vorbereitet wird. Reingehen kann man ja leider nicht, dank der Magnetfelder, das wäre für die Kamera nicht sehr angenehm. Danke fürs Anschauen, sagen Bridget Webb und ich, Johannes Höller.